Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Für euch ein Tag oder zwei oder drei. Für mich eine Ewigkeit. Weil ich habe wieder ein bisschen am Stück aufgenommen habe und jetzt ein bisschen gewartet habe. Und jetzt geht es für mich auch weiter. Und ich freue mich gerade riesig weiterzumachen. Ich muss mir noch kurz einen Überblick verschaffen, aber ich glaube, soweit war es eigentlich alles ganz sauber. Selbst die Autobahnen funktionierten hier mit den Auf- und Abfahrten. Wir haben jetzt mal hier die Abfahrt mit dem Hafen. Die fahren hier in das Wohngebiet, haben eine eigene kleine Auffahrt. Das waren Einbahnstraßen hier. Das war eigentlich ganz cool so. Sieht ja soweit auch schon ganz geil aus, muss ich ja sagen. So, wie sieht das hier aus? Noch keine Passagiere, okay. Obwohl hier gerade ein Schiff ankommt, möchte da noch keiner mitfahren oder wie sieht das aus? Ja, haben wir den erst gerade frisch gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da sind gerade welche angekommen. Das ist ja ganz witzig, dass dann die Autos hier spawnen. Ist ja schon eigentlich ziemlich cool. Ich hätte jetzt eigentlich ganz ehrlich gesagt mal Bock auf eine kleine, auf ein kleines Special. Und zwar, was haben wir denn hier? Nicht unbedingt einen Streifenwagen. Wir nehmen einfach mal diesen LKW. Na. Und verfolgen mal seine Fahrt. So, der kommt von der Eiswürfelfabrik. Und liefert Waren zum Einkaufszentrum, Boutiquen in Massen. So, so. Na, dann gucken wir mal. Er kommt da hinten von der Fabrik und jetzt geht es wahrscheinlich hier hinten erstmal auf die Autobahn. Wow, was haben wir denn da für eine Brücke gebaut? Was ist denn da passiert? Da habe ich mich aber ein bisschen vertan mit der Höhe. Der ist aber auch ganz schön am Schwanken, der Holz-LKW. Ah, und da geht's in die... Oh, das sieht ja schon ziemlich cool aus. Obwohl das hier mir nicht so gut gefällt, ganz ehrlich. So mit dem Winter. Eigentlich hätten wir es hier als Brücke durchziehen können. Genauso wie hier. Sofort erhöht lassen. Oh, da fährt er mal eben runter. Quer über zwei Spuren. Jetzt in den Kreisverkehr. Schön die freie Spur genommen. Da ist ziemlich eng, aber er kommt da durch. So, jetzt rechts. Wow. Ja, und hier sind wir schon. Und er liefert noch weitere Waren. Achso, der fährt zu mehreren Standorten. Das sieht schon cool aus. Das gerne hier weg. Aber ich glaube dann. Ah, ne. Ah, es funktioniert. Alles klar. Ah, hier sind auch schon wieder eine Menge Fußgänger unterwegs. So. Alles ausgeliefert und. Ah ne, ich wollte gerade sagen, und weg ist er? Nein. Fährt zurück zur Eiswürfelfabrik. Das gucken wir uns auch noch an. Die Fahrt nehmen wir noch mit. Durch die Innenstadt. Hier ist die Autobahn. Ja, bestimmt hier auf die Autobahn auffahren dann. Richtig. Sicher, so fährt man sofort rüber auf die linke Spur. Also das hier gefällt mir noch gar nicht. Wow,
Habt ihr das gesehen? Der ist gesprungen, oder? Ist er da gerade gesprungen? Das sah so aus. Okay. Die Autobahn ist auf jeden Fall noch verbesserungsbedürftig, was die Straßenführung so ein bisschen angeht. So, hier. Wo ist denn die Eiswürfelfabrik? Ist die da hinten beim Erz? Das würde mich ja wundern. Was sieht so aus? Oder fahren wir hier runter? Gibt's ja keine Abfahrt. Auch nicht schlecht. So, hier führt alles in eins. Jetzt sind wir auch wieder in der Industriegebiet. Da geht's hoch zum zur Solaranlage. Wie man da oben so ein bisschen sieht. Naja, von da kommt auch der Strom dann runter. Das sieht aber auch cool aus. Das ist mir gut gelungen. Da ist ganz schön viel Wald. Da könnte man ein paar Forstbetriebe hinmachen, oder nicht? Obwohl, das können wir eigentlich so lassen. Und das nicht ganz so schrecklich aussieht, direkt so. Und da sind wir. In der Eiswürfelfabrik. Ja, das war die kleine Rundfahrt. Also die hat mir jetzt gerade richtig Spaß gemacht. So. Und das hier gefällt mir gar nicht. Mit dem Hoch und Runter hier. Aber das lassen wir jetzt noch so. Das muss jetzt nicht unbedingt in der Folge sein. So, ich glaube, wir hatten uns beim letzten Mal überlegt. Genau, kaufen Sie neues Land. Hier unten gibt es doch Öl. Und Öl haben wir noch gar nicht. Dann machen wir das doch. Dann kaufen wir das. Gibt es halt noch mehr Industrie. Da sehen wir Öl. Eine Menge. Alles klar. Und dann können wir mal. Ich mache mal eben diese Twitter-Nachrichten weg. Die gehen mir so ein bisschen auf den Nerven. So, dann können wir mal gucken. Gibt es von hier aus eine Möglichkeit, einen Frachthafen zu machen? Nein. Der muss da oben lang gehen. Na gut, den haben wir ja schon da oben. Dann würde ich sagen, da geht's zum Frachthafen. Warum staut es sich hier? Eigentlich gibt es ja doch keinen Grund hier zu stoppen. Ist doch eigentlich alles frei. Da ist immer nur ein Wagen durch. Warum? Und warum dürfen die hier nur rechts abbiegen? Oder zählt das auch als rechts? Ich bin verwirrt. Warum? Nee, das zählt auch als rechts abbiegen. Okay. Das sind nämlich die, die hier direkt zum Frachthafen fahren. Was gar nicht so viele sind. Da habe ich mir eigentlich mehr vorgestellt. Ich glaube, es fahren mehr hier zum Güterbahnhof. Ja, da fahren schon einige rein. Da müssen wir schneller gucken. Aber ist auch nicht so viel. So, dann würde ich trotzdem sagen. Ja, das ist. Das gefällt mir hier nicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir können. So, wir fangen jetzt mal endlich mal an, mit was zu bauen. Wir machen jetzt nämlich das weg.
und mache dafür die Abfahrt hier dran. So, und das ist die Auffahrt. Die müssten wir hier, die Kreuzung müssten wir wegkriegen. Oder ist da eine Ampel? Aber da war doch keine Ampel. Nee, false. False. Ich würde, wir machen Folgendes. Wir geben denen hier auf jeden Fall die Möglichkeit, stopp, hier auf jeden Fall die Möglichkeit, na, wie machen wir das denn? Genau, der soll so um den Bogen machen. Warum macht er das nicht so? Hier die Möglichkeit aufzufahren. Und von hier will komischerweise eigentlich gar keiner dahin. Deswegen fährt eh kein Mensch. Machen wir das weg. Wir machen hier nochmal eine saubere Auffahrt hin. So. Und damit löst sich das hier sofort auf. Jetzt gucken wir mal. Ist da hier eine neue Ampel gesetzt? Nein. So, die sind alle false. Das ist sehr gut. Also ein Karussell umparkt. Ein bisschen seltsam. Und das ist, was ist das, eine Feuerwehr? Feuerwache, ja. Die müssen wir mal verschieben. Nach da. Wie sieht das denn aus mit der Müllverbrennungskapazität? Erstmal blenden wir das mal aus wieder hier. Müll. Mülldeponie. Super, alles klar. Gesundheit ist auch super. Alles klar. Gut, das können wir so lassen. So, dann würde ich sagen, können wir das nämlich hier anbinden. Und dafür würde ich fast die Straße noch upgraden. Eine vierspurige. Nein, sechsspurig. Mit Grünstreifen. Wobei mit Grünstreifen passt nicht. Machen wir es so. Okay, so. Wo ist das Öl? Das Öl ist hier in dem ganzen Gebiet. Das ist gut, dann können wir hier runterkommen. Na, das geht mal wieder nicht, das ist wieder klar. Machen wir erstmal ganz normal. Wäre es nicht sinnvoll, das Ganze mit einer eigenen Autobahn, ein Stückchen Autobahn hier runter zu machen? Hat er jetzt hier eine Ampel hingesetzt? Ja, die soll weg. Warum sind jetzt hier überall wieder Ampeln? Die habe ich gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob wir. Nee, eigentlich möchte ich. Möchte ich da Autobahn haben oder möchte ich da keine Autobahn haben? Eigentlich könnte ich hier parallel eine Autobahn machen. Wisst ihr was, dann mache ich auch. Die machen wir ebenerdig. Erstmal in die Richtung. Bis hier. Und dann die Parallelspur. Wenn es ein Stückchen. Bis hier. So, jetzt müssen wir aufpassen mit dem Strom. Ruckzuck gibt es hier Theater, da geht schon los. Aber ruckzuck ist halt auch wieder in Ordnung. Schwupp, 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 Wegsetzer. So, dann machen wir
Von hier aus eine Abfahrt. Nach da. Und eine Auffahrt. Kommen wir da runter irgendwie? Man sagt, der Gefälle zu steil. Und dann müssen wir den ein Stückchen kürzen. Das wird sozusagen eine Auffahrt, aber mehr so eine Ab-Auffahrt. Da kommt man von der Autobahn hin. Bisschen komisch, ne? Anders kommt man da nicht hin. Das ist auch doof, ne? Was ist, wenn die hier dahin wollen? Dann haben wir ja das Problem. Das wollen wir eigentlich nicht. Also die können da hinwechseln, die können da hinwechseln. Hier ist die Abfahrt, der muss hier lang am Hafen vorbei. Eigentlich, warum? Können die erstmal so weitermachen? Und hier als Auffahrt drauf lassen. Können dann von hier aus direkt nach da. Die können aber auch hier runter. Ja, das ist okay. Dann machen wir hier die Möglichkeit, nicht rüber. Die Pfeiler im Weg. Auch ein bisschen abgedreht, aber wir lassen es trotzdem so. Na, machen wir das da als Anbindung. So, dann haben die auch die Möglichkeit, von hier da drauf zu kommen. Das Wichtigste ist ja eigentlich hier rüber. Okay, oh Mann. Ein bisschen seltsam, aber naja, gut. So. Und dann gucken wir mal. Ja, da geht es schon so langsam los. Und dann machen wir da einen Kreisverkehr hin, würde ich fast sagen. Was haben wir denn hier? Achso, das ist so ein riesiges Autobahnkreuz. Hier einfach. Hier einfach einen Kreisverkehr hin. Zack. Reicht auch so ein kleiner. Auffahrt. Abfahrt. Und dann geht es, würde ich sagen, vierspurig, also zweimal zweispurig hier. Hier durch, ne? Wie sieht das Gebiet aus? Da sind wir schon drin. Ja, dann gehen wir hier. Machen wir es ein bisschen freier.
So. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir machen das hier. Cannot upgrade this type of. Achso, da gibt es keine. Ach komm, da kann ruhig in beide Richtungen gehen. Das reicht sowieso schon erstmal. Das können wir später noch ein bisschen ausbauen. So, wir sagen erstmal Gebiet festlegen. Den Kreisverkehr noch mit. Hier schneiden wir noch ein Stückchen ab. Ist zu viel abgeschnitten. So, also so. Das wird Öl. Und damit ist auch schon wieder unsere Zeit rum. Wir sagen noch eben hier, bitte Industrie. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Cities Skylines. Bis dann. Tschüss.